Weil ich ja gesagt habe, ich mache 24-Stunden-Stream für alle, die fragen, wann kommt der. Wartet auf das Video ab, wo ich was dazu sage. Da kommt nämlich extra ein Video dafür, das wird wahrscheinlich irgendwie heißen 24-Stunden-Stream, 1000 Abonnenten, irgendwie sowas, keine Ahnung. Hey, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge der Gamescape-Serie, heute mit dem Spinnenkit. Das Spinnenkit hat die wunderschöne Statusrüstung, dass ich einfach mal 32 Cobwebs habe und eine wunderschöne schwarze Lederkappe. Warum hat man eine schwarze Lederkappe? Weil jede Spinne auch in Realität eine schwarze Lederkappe aufhat. Ist doch logisch. Die Fähigkeiten des Spinnenkits sind extrem cool, finde ich, weil man kann Wände hochklettern. Das kann ich ganz kurz mal hier zeigen. Moment. So, seht schon, ich kann diesen Baum jetzt einfach so hochklettern. Das ist extrem cool, also... Ja! Als ob, ne? Als ob ich mich so umgedreht habe, weil ich gerade rumgebackt habe und dann wird die Kiste weggepostet, direkt vor meiner Nase. Auf jeden Fall können wir eben, indem wir einfach auf irgendeinen Block zulaufen, den ganzen hochklettern und wir können außerdem Spinnennetze verschießen, was die coolste Eigenschaft ist. Da kann ich mal kurz so zeigen, Moment, so zack. Zack. So. Ah, da. So, da hat es funktioniert. Also das Ganze erfordert allerdings ein bisschen Übung, das Ganze gut zu treffen. Das ist nicht gerade meine Stärke, aber ist trotzdem eine mega coole Eigenschaft. Jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier... Ey, Tim mit PvP, ne? Leg die mit mir an. Wie wär's, wenn du mich einfach in Ruhe lässt, ja? Ja? Komm, ich renn's einfach weg von dir. Lass mich doch einfach in Ruhe. Nein. Also, ich weiß, dass es ein Zuschauer von mir ist, aber... Okay. Leute, an dem Punkt ganz kurz mal... Okay. An dem Punkt, wenn ihr mich bitte in einem Spiel trefft, dann... Bitte spielt normal, also bitte macht nicht das, was ihr hier gerade macht und gebt mir Stuff und sonst alles, weil das ist nicht so cool, aber das kann ich gerade gebrauchen, also. Also normalerweise würde ich euch angreifen, ich hätte auch jetzt Timmy PvP angegriffen, aber da, ja, hier, ne, wie heißt ich sowieso, ja, kein Schwert hatte, hat sich das ja erledigt gehabt. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir erstmal den Typen da kriegen. Das ist, war schon mal ganz easy going. Dann können wir ein paar Spinnnetze verschießen, um den Gegner vielleicht so rein zu placen. Wie gesagt, das Ganze erfordert ein bisschen Übung. Und, das ist ein Delfin, da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. So, die haben wir auch. Nice. Kommt schon der nächste. Da können wir vielleicht so wieder so ein bisschen... So, Leute. Wir sind gerade ein bisschen im Zerstörer-Mode. Kann das sein? Okay, ich weiß nicht, was das für eine Runde ist, aber es ist eine richtig dicke, fette Runde, ganz ehrlich, ne? Also, was ich da gerade zusammenlege, ich habe so gute Ausrüstung und alles, das ist cool. Nochmal ganz kurz zu den Fähigkeiten des Spinnenkits. Die Spinne soll angeblich eigentlich auch schneller sein. Also in der Kit-Beschreibung steht, das Spinnenkit ist schnell unterwegs, aber ihr seht, ich habe keinen Speed und ich bin auch nicht wirklich schneller, glaube ich. Deswegen ist das einfach ein dicker Beschiss vom Gommeteam. Die wollen Coins für etwas, was sie nicht verkaufen. Mizzets, Alter. Solche Mizzets. So, Moment, da oben chillt auch wieder einer. Den holen wir natürlich auch direkt mal. Vielleicht können wir den wieder mit Spinnennetzen so ein bisschen voll frieren. Weil wer weiß, hier geht's aber hier drüber, weil es einfach cooler ist. So, Moment, zack, den haben wir auch. Nice one. Da rüste ich mir ganz kurz mal die Tränke aus. Und ich möchte ein bisschen was sagen, was vor 2 Tagen passiert ist. Da habe ich nämlich auf YouTube die... Meine Damen und Herren, bitte Applaus. 1000 Abonnenten geknackt. Dankeschön. Danke. Okay, reicht schon wieder, danke. War auf jeden Fall ziemlich cool, also da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video dazu, weil ich ja gesagt habe, ich mache 24-Stunden-Stream für alle, die fragen, wann kommt der, wartet auf das Video ab, wo ich was dazu sage. Da kommt nämlich extra ein Video dafür, das wird wahrscheinlich irgendwie heißen, 24-Stunden-Stream, 1000 Abonnenten, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja, wartet auf das Video ab, wenn es kommt, da werde ich alle Fragen diesbezüglich beantworten. Da ist Hilfe PvP, so, diesmal gibt's aber, naja, er hat gelernt, er greift an. Ich glaube, er hat das gehört, was ich gesagt habe. Also wartet einfach das Video ab, das wird kommen und dann, ja... Werdet ihr alle Fragen, die ihr habt, beantwortet bekommen. So, nice, den haben wir. Da kommt schon der nächste. Da muss ich ganz mal gucken, dass ich mich wieder voll heile. Komm schon. Ja! Oh! Fuck! GG! Boah, das war immer ein richtig dicker Endkampf, ne? So, weil das Ganze jetzt allerdings ein bisschen kurz war, hängen wir einfach noch eine Runde dran. Egal wie kacke diese Runde jetzt wird, ich nehme die jetzt einfach und mal gucken, was dabei für Mist daraus kommt. Nochmal zu den 1000 Abonnenten, Leute, also falls ihr Fragen habt, wann der Stream ist, was darin vorkommt, bla. Da kommen die nächsten Tage im Video und da werde ich dann alles beantworten zu dem Stream. Für alle, die es gar nicht wissen, ich mache eine 24-Stunden-Stream.
wenn, also sobald ich 1000 Abonnenten geknackt habe, was ja jetzt vor 2 Tagen der Fall war, das heißt, es wird einen 24-Stunden-Stream geben. Nochmal ein bisschen was zum Spinnenkit, weil ich ja nicht viel dazu gesagt habe letzte Runde. Ich habe nur gesagt, was das Ganze kann. Aber was ich davon denke, habe ich nicht gesagt. Ich finde, das Spinnenkit ist auf jeden Fall eine ganz nette Idee und hat auch echt coole Fähigkeiten, aber es ist halt extrem schwer, für mich zumindest, also finde ich, mit diesen Spinnennetzen wirklich jemanden zu treffen und dadurch gefangen zu nehmen oder sich dadurch einen Vorteil zu erschaffen. Deshalb muss ich ehrlich sagen, ich finde das Kit jetzt nicht so stark. Ist auf jeden Fall ein ganz cooles Kit, also eine ganz coole Abwechslung und alles, aber ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein Kit, wo ich sage, ja, damit rasiert ja alle. Okay, hinter mir ist einer, den habe ich gerade nicht gesehen. Vielleicht können wir jetzt zum ersten Mal dieses Spinnenkit benutzen. Moment. So. Okay, wir haben Regi-Trank getrunken, Der ist direkt hinter uns. Lass mich doch einfach in Ruhe. Komm nur in die Ecke. Okay, er kommt da jeden Moment. Vielleicht können wir da wieder was machen mit unseren Spinnennetzen. Who knows? Wir sind wieder voll gereckt. Jetzt können wir sogar das Kit benutzen, indem wir hier einfach den Berg hier hochgehen. Und battle da gerade einen anderen, aber jetzt, mein Lieber, war es nicht auf mich gefasst. Und das ist eine richtige Spinne, die schlägt immer zu, wenn man nicht auf sie gefasst ist. Ja. So, wie komme ich jetzt am besten runter? Ich denke mal, ich werfe einfach eine Enderperle. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Und dann rennen wir direkt zum nächsten Gegner drauf. Wie gesagt, Spinnenkit ist eine ganz coole Idee, aber ist jetzt nicht das Stärkste. Aber wen, der ein bisschen Fun haben will und ein bisschen Abwechslung, ist ganz cool. So, da hinten rennt gerade einer mit einem Pumpkin am Head rum. Ich denke mal, es wird eine Challenge sein oder das ist einfach so ein richtiger Dumbo. So, dann fangen wir hier einfach mal in so einer Spinnenwebe und haben ihn damit. Dann gehen wir schon auf den nächsten drauf, der irgendwo da hinten rum chillt und zwar einfach mal... Also die Runde läuft. So, den fangen wir hier erstmal. Ah, das ist, nein, das ist dieser eine, der uns am Anfang töten wollte. Aber jetzt, mein Lieber, jetzt war ich auf ihn gefasst und jetzt habe ich ihn richtig rasiert. Er hat ein Dia-Schwert, das hätte ich ganz gerne, falls ich das enchanten kann später. Und dann rennen wir auch wieder auf den nächsten Dorf. Also, diese 2 Runden sind echt stark. Ich gebe zu, ich hatte, bevor ich diese erste Runde aufgenommen habe, extrem viele Fail-Runden, wo ich direkt am Anfang gestorben bin. Aber die waren so beschissen, da habe ich gesagt, die nehme ich mal ich. So, was mache ich jetzt am besten bei dem da? Erstmal, das ist ein Ungeheuer. Na toll. Das ist ein Ungeheuer und ein Berg. Also besser geht's ja gar nicht. So, das Ungeheuer scheint runterzukommen. So, Moment. Ja, jetzt habe ich ein dickes Problem. Okay, ich bin noch entkommen. Jetzt muss ich bloß hoffen, dass dieses Ungeheuer dumm genug ist und mir nachläuft. Oder ich werde geportet. So, dann schaue ich ganz kurz mal mein Dia-Schwert, wobei ich kann es ja nicht, weil ich habe nur ein Level. Es ist so unlogisch, warum kann man mit einem Level nicht enchanten? So, danach habe ich mir mal ein bisschen bessere Rüstung, weil die ist auch nicht der Hammer. Dann gebe ich mir noch 2 Level und dann könnte ich enchanten, sobald ich wieder einen Enchantment-Table sehe. So, da ist der Workbench, nutzen wir ganz kurz mal, um uns eine bessere Hose nicht zu machen, sondern sie mir anders zu schenken. Ich meine, ich habe heute meinen sozialen Tag. Ich bin heute eine soziale Spinne, also bitte. So, dann chillt mein nächster Gegner, der ist aber um einige schlechter equipped wie ich. Deswegen glaube ich nicht mal, dass das eine Schwierigkeit wird. So, das sind wahrscheinlich alle 3, weil der wird auch gerade abgeschossen. Vielleicht können wir ihn noch einen Hit mitgeben, Moment. Nice, okay, dann haben wir den schon mal bekommen. Dann chillt hier bloß noch in der Nähe irgendwo wer anders, der gerade versucht hat, meinen Gegner abzusnipen. Das ist das Ungeheuer. Toll. So, Leute, ihr wisst Bescheid. Endkampf gegen Ungeheuer. Jetzt nehme ich mal zu die Enderperle. Das ist meine einzige Chance, irgendwas zu reißen. So, mein Lieber. Komm. Moment. So, jetzt habe ich dich nämlich hier drin. Und jetzt kannst du nicht abhauen. So. Das Spinnenkett hat doch noch was gebracht. Nice. GG, okay. So, zum Feier schließen wir ein paar Spinnenweben hier herum. Und dann würde ich sagen, GG auf jeden Fall. War eine ganz nice Runde, beziehungsweise 2 ganz nice Runden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr morgen sehen wollt. Wobei, es könnte auch sein, dass morgen dieses 1000 Abos, naja, Video kommt. Keine Ahnung, mal gucken. Muss ich schauen, wie ich Zeit und Lust habe. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim morgigen Video wieder. Also würde ich mich zumindest freuen. Und nochmal, lasst ein Like da, wenn ich es schon getan habe, wenn euch die Runde gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns im morgigen Video wieder. Bis dahin, ciao, meine Lieben. Cubies, ach ja, und das Spinnenkit ist, naja, in Ordnung, sag ich mal. Aber jetzt, ciao.